Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger. Und ich habe Post bekommen vom Stevo. Der hat mich angeschrieben, ob ich sein neues Projekt mal vorstellen möchte. Der Stevo ist normalerweise der Drummer der Steckbeckenzecken. Habe ich auch schon das ein oder andere Video zu gemacht. Wenn nicht, ich mach mal in die Infobox den Albumcheck rein, den ich dazu gemacht habe. Ist halt Punk mit Schlagerelementen, der nach vorne geht und Spaß macht. Und da ist doch gerade der Schnee vom Fenster gefallen. Ja, weil passend zum Schnee, da passt dann eher auch, ich sag mal so, rein Atmospheric, Sludge, Doom, Post-Metal. Ja, ich musste gerade mal lesen, was er mir geschrieben hat. Denn sein Projekt heißt Mortambul. Es ist ein One-Man Atmospheric, Sludge, Doom, Post-Metal-Teil. Sein Erstalbum, selbstproduziertes Erstalbum mit nur 4 Tracks, aber der kürzeste der Tracks ist 9 Minuten 6 lang und der längste ist 14 Minuten 20, dann ist das schon ein Album, dann ist es keine EP mehr. Heißt Zerfall und da hören wir jetzt mal in das erste Lied rein, in die Entstehung. Mal schauen, was uns die Entstehung so zu bieten hat. Dauert gerade ein bisschen, lädt gerade. Das Ganze ist bei Bandcamp und spielt gerade an. Langsamer Einstieg. Ich spule mal so ein bisschen vor, ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ja, da kann man erstmal einen Kaffee beitrinken. Das Ganze ist instrumental gehalten. Ich spule einfach jetzt mal. Ich bin jetzt mittlerweile bei 4 Minuten, ich war eben bei 1 noch was. Und da kann man mal einen Ticken lauter machen. Lädt zum Kopfschütteln ein. Ganz anders als bei den Steckbeckenzecken. Die natürlich auch zum Kopfschütteln einladen, aber das hat Punk nach vorne. Und hier ist wirklich Doom, Sludge, wie das nochmal genannt. Atmospheric, Sludge, Doom, Post-Metal. Also Musik, wo man gut bei ganz langsam sich bewegen kann. Das ist Musik zum Abschalten für mich. Hören wir ein paar Minütchen mal rein in das Lied. Ja, der gute Mann kommt aus der Leverkusener Gegend. Und er hatte mir auch im Gespräch schon damals gesagt, dass er auch so eher auf die Musik steht. Moment, ich bin gespannt, wenn was rauskommt. Alles im Alleingang produziert und wir sind immer noch im ersten Lied. Ich spule mal ein bisschen weiter vor wieder. Jetzt sind wir bei 9 Minuten 24. Also, ich muss sagen, sehr geil. Bei den Liedern stört mich diese enorme Länge auch absolut nicht. Die fällt mir noch nicht mal auf dann. Klar, jetzt habe ich vorgespult. Aber bei der Musik kann man einfach nur sitzen und einfach mal 4 Lieder eine Stunde auf sich einregnen lassen. Und sagen wir mal 50 Minuten auf sich einregnen lassen. Wie gefällt euch das Ganze? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr freuen. Und natürlich werde ich auch Mortambul unten in den Kommentaren verlinken. Bandcamp und auf Facebook. Ja, wir müssen das Glied aber jetzt nicht komplett durchhören.
Ja, das war das erste Lied. Es heißt Entstehung. Und war ja schon. War es jetzt Entstehung, das Lied? Weiß ich nicht. War es ein Aufbau? Ein Aufbau auf jeden Fall. Aber eine Entstehung. Es war auf jeden Fall ein sehr. Ein Lied, was gut zu dem Wetter jetzt passt, mit dem Schnee und Eis hier bei uns. Ja, kommen wir zum nächsten Lied. Macht und Unterdrückung. Dauert gerade auch wieder. Das Ganze dauert 9 Minuten 6, ist das kürzeste Lied auf dem Album. Da spulen wir auch mal ein bisschen vor. Ja. Ein bisschen aggressiver von der Art her, von der Grundstimmung her. Das Ganze ist home produced von ihm selber. Das heißt, alles selber eingespielt. One-Man-Teil. Und dass da kein Gesang bei ist, das stört gar nicht bei der Art von Musik. Das ist einfach nur zum Abschalten gedacht. Klar, allein kann man damit nicht auf Tour gehen, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Die Musik soll gut sein. Wenn der gute Mann auf Tour geht damit, hat er wahrscheinlich seine Musiker dabei. Also definitiv meins. Spulen wir noch mal ein bisschen vor, gehen wir mal an 7 Minuten ran, so um die 7. Da sind jetzt die 7 und 5. Ah, wir haben einen Break dazwischen. Aber es wird so ein bisschen anders zwischenzeitlich. Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Alles unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr das Ganze ohne Gesang? Das ist auch eine Sache, die mir, die gefällt mir in dem Fall. Ihr könnt zwar so ein richtig geiles Geschrei drüber. So dieses, was man vom Stoner her so kennt. Oder ein tiefes. Oh. Fände ich ultra gut. Jetzt kein Gescreamer wie beim Black Metal so oder ist nicht, aber. So ein Gejaule wäre. Würde passen. Aber das ist nur meine Meinung. Ja. Das war Macht und Unterdrückung. Bisher hat mir dieses Teil sehr gut gefallen. Was ganz anderes als die Steckbeckenzecken. Also, er hat mir auch gesagt, dass er was ganz anderes macht. Ich bin unglaublich begeistert von dem Teil. Positiv begeistert. Ich habe eher damit gerechnet, mit einem schlecht produzierten Home-Teil, weil halt home-produced und so, aber sehr geil. Mortambul, erinnert mich irgendwie an Montabur, Mortambul oder Mortambul, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wo die Betonung liegt. Das ist ja eine Katastrophe, dass ich das nicht weiß, und genauso heißt das nächste Lied, was wir uns jetzt mal anhören werden, wenn mein Rechner es geladen hat. Ja. Langsamer Einstieg. Wir sind jetzt bei 30 Sekunden und ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. 1:30 sind wir jetzt ungefähr.
seid ihr auch in dem Schneechaos akut. Hier in Nordrhein-Westfalen ist ja Land unter. Habt ihr ja gesehen gerade. Aber oh. Hier ist, hier ist 20 cm Schnee und dann drunter ist nochmal 2 cm Eis. Hier fährt gar nichts mehr. Keine Busse, keine Bahn. Aber kann man schöne Fotos und Videos machen. Und man hat Zeit, CDs zu hören. Ich pull noch mal ein bisschen vor, wir sind gerade bei 2,30 ungefähr. Und jetzt sind wir bei 5. Das ist auch das längste Lied, 14 Minuten und 20 Sekunden. Ich habe natürlich wieder das Beste übersprungen, nehme ich an. Das habe ich gerade übersprungen. Härterer Teil. Ja, ich gehe jetzt noch mal bis auf, sagen wir, 9 Minuten 30. Man hat den Sprung doch fast gar nicht gemerkt. Da passiert wahrscheinlich noch wesentlich mehr in den Liedern, aber sich das Ganze jetzt anzuhören, wird ein wenig den Rahmen sprengen, nehme ich an. Gefällt mir gut, ich träume dabei. Das ist sehr, sehr geil. Ja. Kommen wir auch schon zum letzten Lied, dem Album namengebenden Titel. Heißt das so? Album namengebenden Titel. Zerfall. Ob das Lied dann der Zerfall ist nach der Entstehung? Ich sehe gerade erst, die Titel machen Sinn. Zuerst kommt die Entstehung, dann die Macht und Unterdrückung, daraus entsteht eine Katastrophe und dann der Zerfall. Hören wir mal rein. Also, das klingt wirklich so, das klingt episch. Das klingt geil, das gefällt mir. Dauert auch nur 13 Minuten und 35 Sekunden. Da spulen wir mal ein bisschen vor. Wir sind jetzt bei einer Minute und gehen jetzt mal auf 3 Minuten 43. Ein wenig ruhiger. Live funktioniert sowas auch immer sehr gut, aber da darf man halt kein Headbanger-Publikum haben. Da muss man wirklich ein chilliges Publikum haben. Einfach nur, ich jetzt mit meinem Käffchen hier oder mit dem Bier dann. Hören wir noch ein bisschen rein. Also das letzte Lied auf dem Album ist geil. Mir hat mir jemand gesagt, wenn das letzte Lied auf einem Album gut ist, dann ist das Album gut. Weil am Anfang ist meistens immer der Brecher, der es geil macht. So der Lust auf mehr macht. Aber wenn das letzte Lied geil ist, dann ist das Album geil.
Wir sind jetzt bei 5 Minuten fast. Ich spule mal so auf 8 Minuten vor. Oder auf 8 Minuten 10. Sehr geil. Das gefällt mir. Ja, ich spule noch jetzt noch mal vor, so bis auf 12 Minuten 50 und dann hören wir mal durch auf 12 Minuten 52. Das Ende vom Album, wir lassen es langsam ausklingen. Ja, ist ein langes Abfäden, langes Rausfäden. Ja, hätte ich ja gar nicht so weit vorspulen müssen. Ist aber jetzt egal, habe ich jetzt gemacht. Das war Mortambul vom Stevo. Geiles Teil, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, alle Links unten in der Beschreibung. Und ich finde die Beschreibung Instrumental, Sludge, Atmospheric, Doom, Post-Metal passt ganz gut. Wobei er tut sich schwer bei solchen Einordnungen. Ich finde, das passt ganz gut. Ich werde die Links, wie gesagt, alle unten in die Infobox reinhauen. Könnt ihr dem guten Mann ja auch gerne mal ein Like da lassen. Auch auf seiner Facebook-Seite. Ich weiß, es sind nicht mehr viele auf Facebook unterwegs, aber auch mal hier unten rein, da könnt ihr der Seite mal ein paar Likes da lassen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Schaut auch gerne noch ein paar andere Videos hier von mir an. Könnt ihr euch auch gerne das andere Video der Steckbeckenzecken, seiner anderen Band, angucken. Wie gesagt, unten auch in der Beschreibung drin. Und ansonsten würde ich noch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schaut euch noch andere Videos an und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.